Sollte ein verbindlicher Ethikkodex den Einsatz von KI in der Politik vielleicht sogar verbieten? Noch einmal fragen wir in Tokio nach. Im Luxusviertel Ginza, in einem Workspace für Start-up-Firmen, bekommen wir verblüffende Antworten. Tetsuzo Matsumoto ist ehemaliger Vizepräsident des milliardenschweren Konzerns Softbank. Laut Matsumoto und seinem KI-Think-Tank ist KI nicht etwa eine Gefahr für die Politik, sie sei deren Rettung. Politiker tendieren dazu, nicht immer das Beste für die Gesellschaft im Sinn zu haben. Sie schützen die Interessen ihrer Familien, sind bestechlich, wollen ihre eigenen Interessen durchsetzen. Daher will ich KI in der Politik sehen. Menschen sind einfach nicht für die Politik geeignet. Sie haben ein Ego, sie haben Begierden. Sie sind unvorhersagbar, unpredictable, unbeständig in Bezug auf die Zukunft. Aber bei KI, da kann man doch eine KI der reinen Vernunft schaffen. Was bedeutet reine Vernunft? Das kennen wir aus der Philosophie des deutschen Idealismus. In diesem Punkt sind Deutsche historisch betrachtet besonders gut. Es geht darum, wie etwas sein soll. Und KI können wir programmieren, wie sie sein soll. Menschen hingegen können nur sein. Sie werden nie einen Idealzustand erreichen. Doch von intelligenten Maschinen regiert zu werden, meint der KI-Think-Tank, müsse die Menschheit erst nach und nach lernen. Der erste Schritt sei, Kandidaten in Ämter zu wählen, die menschenähnliche Roboter als Hilfskräfte einführen. Ein Besuch in Tokios Robotermuseum. Ihr Vorbild, der Robotiker Hiroshi Ishiguro. Seit gut 12 Jahren schon sind dessen androide Roboter an vorderster Front der Forschung. Das große Thema des berühmten Robotikers der Universität Osaka, die Beziehung von Mensch und Maschine. Als letzte Station unserer Reise machen wir uns auf den Weg nach Osaka, um ihn zu fragen, was uns Menschen noch einzigartig macht.